Generationendialog ist eigentlich genau das, was wir heute Abend hier miteinander gemacht haben. Wirklich miteinander reden, nicht übereinander sprechen, sondern miteinander sprechen. Miteinander reden, das ist der Punkt, den wir machen sollen. Also für mich war das heute Abend so, dass ich glaube, ich habe doch noch mal ein Stück mehr verstanden, wie wichtig dieser Generationendialog ist. Auch zwischen unterschiedlichen Branchen, in der Politik, in der Wirtschaft, in den Kulturen, das nicht zu reduzieren auf einzelne Charakteristika, das ist etwas, das haben wir heute gut beobachten können. Dass auch Netzwerke davon leben, dass sich die Personen treffen und man eben nicht alles über Internetplattformen machen kann, das ist mir heute Abend nochmal ganz besonders bewusst geworden. Die Publikumsbeteiligung, dass die Leute miteinander geredet haben, die Jungen mit den Alten, das fand ich ganz toll. Ich hätte das so nicht erwartet, aber das ist ein echter Erfolg. Diese Lebendigkeit des Dialogs, des Austauschs, der Einwürfe, das fand ich ganz großartig. Also im heutigen Abend habe ich vor allem mitgenommen, dass es noch ziemlich viel zu bereden gibt zwischen den Generationen, auch bei einem zweiten Generationendialog. Dass wir nicht nur miteinander reden, sondern dass wir auch ein Stück weit voneinander lernen. Großartig. Echt bereichernd. Notwendig. Hat das schon jemand gesagt? Nein. Okay, super. Alles klar.